Also, ne? Also kann mir keiner erzählen, dass das, dass die Spiele so viel Abwechslung geben. Es ist immer dasselbe, ja. Aber jede Runde ist immer ein bisschen anders, weil du nie weißt, wie gut der Killer ist. Es gibt Killer, die können die Spuren lesen, es gibt Killer, die können die Spuren nicht lesen. Und es gibt welche, die können sie nur zum Teil lesen. Also, und das sind dann, und das sind auch noch so Leute, weißt du, die das Spiel noch nicht mal ausprobiert haben. Gut. 20 Euro jetzt dafür auszugeben, nur um ein Spiel mal auszuprobieren, ist doch schon ein bisschen happig. Gebe ich zu. Aber dieses direkt sofort zu sagen, nee, es ist scheiße, spiele ich nicht. Finde ich auch doof. Mir sagt man immer, weißt du, ja, du probierst ja eh keine anderen Spiele aus. Es ist doch klar, dass es dir immer langweilig ist und so. Ja, dann will ich mal ein Spiel ausprobieren, weißt du, und dann kriegst du zu hören, ja, es ist scheiße. Das Spiel ist kacke. Immer dasselbe. Da könnte ich mich auch immer so drüber aufregen. Muss ja auch nicht sein, ne? Wenn man es mal ausprobieren will, mein Gott, dann kommt vorbei mal für einen Tag oder so. Oder für eine Stunde oder so, keine Ahnung. Und dann zockt es einfach mal mit mir eine Runde. Was mache ich hier gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich reg mich auf, spiele Minecraft und weiß nicht wirklich, warum ich mich aufrege, weil das total unnötig ist. Man kennt das sicherlich selber, man redet sich selber in Rage. So. Ich bin jetzt in Raserei, lasst mich in Ruhe. Verarschen? Verarschen? Verarsch dich selbst. So. Ich will dazu jetzt auch nichts mehr sagen, weil am Ende verletze ich jemandes Gefühle oder so. Oh, immer diese Ecke, die geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Ich kann mich noch ganz genau an diese verdammte Scheißecke erinnern. Na, lass halt. Die Musik macht es gerade auch nicht besser. Das ist auch ein Block des Zimmermanns. Scheiße. Da komme ich so nicht hoch, ne? Das ist eine Hexe. Ach, weißt du was? Mach ich's anders. Wo ist mein Erdeblock? Wo ist mein Haufen Erde? Blödes Slaps. Bash. Haha, jetzt habe ich es dir gegeben. Ich schleiche jetzt mal kurz hier eben rüber. Oh. Machst du ein Schönheitsbad? Die säuft jetzt die ganze Zeit Tränke, dass sie nicht ertrinken kann. Na, wenn sie es nötig hat. Wäre das auch erledigt? Kurz eben die Hände trocken machen, es ist ziemlich warm hier drinne. Die Fenster zu gemacht. Wir brauchen Eichenholz. Ah ne, Quatsch. Ich mach das nicht einheitlich alles. Das ist doch scheiße. Aha, wenigstens geht hier die Ecke richtig. Ja. Genius, man. Ich finde es sowieso immer allgemein total schwer, heutzutage auch wirklich gut online spielen zu können, weil es mittlerweile so viele schwarze Schafe in Online-Spielen. Und dann gibt es da einen Skandal, dann gibt es da einen Skandal, dann gibt es da einen Skandal, dann gibt es da wieder einen Skandal. Und dann immer wieder hier dieses Pay-to-Play, dann eben hier, kauf dies, um da weiterzukommen und hast du nicht gesehen und tralala und pupst dich nicht in die Hose und so ein Kram.
Ganz ehrlich, das muss doch echt nicht sein. Ey, wieso kann man die Leute nicht einfach so spielen lassen, wie sie es wollen? Man muss doch nicht immer Geld ausgeben. Aber es ist immer diese scheiß Geldmacherei immer heutzutage. Deswegen bin ich so jemand, der, ich gehe mir nicht direkt das neueste Spiel kaufen. Gut, Uncharted 4 und Doom war jetzt eine Ausnahme. Aber das ist doch auch, muss doch auch nicht sein. Sondern wenn du dann die ganze Zeit nur dieses ständige Pay-to-Play drin hast, also du zahlst dafür, dass du weiterkommst oder bessere Waffen oder sowas kriegst. Also wenn ich ein Spiel entwickeln würde, ich würde sowas niemals reinbringen. Weil das, ganz ehrlich, das raubt einem dann doch irgendwann die Lust. Wie dieses Online-Spielen. Gut, ich kann nachvollziehen, dass bei WoW zum Beispiel, dass die Server teuer sind, weil sie ja riesig sind und ewig lange laufen. Aber 25 Euro im Monat, nur um online spielen zu können, nee. Sehe ich irgendwo nicht ein. Ich habe mir damals diese Testpackung da geholt für 15 Euro. Und hab vor kurzem dann einen Monat geschenkt gekriegt von einem Freund. Aber auch da habe ich nicht mehr wirklich gespielt. Auf der einen Seite macht es wirklich Spaß. Gebe ich zu. Aber auf der anderen Seite sehe ich es irgendwo wiederum nicht ein, dieses Spiel großartig zu verfolgen. Und ich habe auch echt nicht immer Lust, mir jetzt da das Spiel zu... Ich habe auch nicht Lust, da jetzt wirklich mich dann diesen Monat oder diese 2 Monate da hinzusetzen und nur dieses Spiel zu spielen, nur damit ich, damit das Geld sich auch lohnt. Naja, also ich merke, diese Aufnahmesession hier ist eine reine, ich beschwere mich jetzt einfach mal eine Runde. Doch, wir haben Diamanten da. 9 Stück. Hab ich doch gesagt. Gut, wie viele Steine haben wir? Was haben wir überhaupt an Steinen? Und Kies, Eklogit. Nicht so viel. Tyrian tue ich mal hier mit da rein. Wir haben hier Bruchsteine. Ich würde sagen, das Holz packe ich jetzt erstmal hier mit rein. Genau wie die Carpenter-Blöcke. Ups, nein, das nicht. Das. So. Den Hammer packe ich auch erstmal mit hier rein. Was da? Maus? Ach genau, ich habe keine Spitzhacke mehr. Stickies. Irgendwie reagiert meine Maus gerade ein bisschen schwerfällig, habe ich das Gefühl. Zack. Und meine Maus ruckelt nicht. Das ist, glaube ich, die am Spiel, glaube ich, gerade. Mal wieder. Ja, es hängt bei 20. Wieso bei 20 FPS nur? Oder ist es wegen Sonnenuntergang? Keine Ahnung. Die zieht aber 30. Hä? Verstehe das einer. Gut, ich würde sagen, wir gehen bei der Höhle 1. Wir haben noch eine Menge zu erkunden, auf jeden Fall. Riss 1. Wir haben doch hier unten irgendwo noch eine Höhle gehabt, ne? Meine ich das nur? Ich gehe jetzt mal ein paar Äpfel hier pflücken, damit neue nachwachsen. 1, 2. Drei, vier. Ach, sind auch reif, okay. Die nicht. Ich will nur ein paar Steine holen, damit wir das mal ein bisschen... Auch da die Wand werde ich ein bisschen abändern. Bisschen mehr Kontrast reinbringen.
Weil alles nur aus Holz sieht kacke aus. Daran kann ich mich noch gut erinnern, dass ich das machen wollte. Eklogit. Eklogit ist das einzige, das es hier gerade gibt. Wow. Ja, plustere dich mal nicht so auf. So, das nehme ich mal kurz noch mit. Ah, hier ist noch Eisen. Noch mehr. Ui. So. Hellgrüner Stein. Das ist wahrscheinlich Grünschiefer. Wurde ja mittlerweile alles ein bisschen mehr eingedeutscht. Schluffsteinkohle. Ich weiß, dass ich eigentlich Steine an sich sammeln wollte, aber Kohle brauchen wir auch so. Wir haben zwar ein bisschen, aber ich glaube, das erklärt sich ja mittlerweile auch von selbst. Ich habe es mittlerweile so oft jetzt gesagt, dass hier irgendwie ist auch Minecraft immer das längste, die längsten Aufnahmen, die ich überhaupt habe. Schluff. Ah, Mann. Warte mal, wie ging das nochmal? Bro. Aus verschiedenen Steinen kann man Bruchsteine machen. Also aus verschiedenen Pflastersteinen. Luft gibt keine Pflastersteine ab, ne? Ne, ich glaube, ich würde nur sagen, wir nehmen jetzt allgemein. Hoppla. Gibt der einen Pflasterstein ab? Ne. Also wir können aus verschiedenen Pflastersteinsorten Bruchstein herstellen. Das wird dann, glaube ich, irgendwie so zusammengepresst oder sowas, keine Ahnung. So, als würde man gerade seine Arschbacken zusammenpressen, um Dünger herzustellen. Vermute ich mal. Ah! Okay. Oh, hier sind Mandeln. Ach, hier waren wir ja schon. Stimmt ja. Aber auch nicht überall. Ich geh so mal kurz hier gucken. Uah. Ja, ist ja gut. Ach, man weiß was, wir nehmen jetzt die Eklogit. Ich probiere mal eben was aus. Okay, gut, wir können auch Eklogit nur zusammenpressen. Gut, dann nehmen wir jetzt einfach, gehen wir wieder zum Anfang, sofern ich den wieder finde. Sammle so viel Eklogit, wie es geht, und dann mache ich Bruchsteine draus. Ja, machen wir Bruchsteine. Ich. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Die Welt dreht sich nur um mich, denn ich bin ein Egoist. Irgendwie so ging das Lied doch, ne? Falco Rocks. Aber erstmal will ich wissen, was hier noch ist. Vielleicht ist hier noch was Cooles. Wow. Eine Arschgasse, Sackgasse. Was haben wir hier? Here is nothing. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Irgendwie knackst mein Schreibtisch gerade die ganze Zeit, wenn ich mich nur ein bisschen bewege. Cool, ich habe den Ausgang direkt gefunden. Hallo. 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 Da oben. Oh, es wird dunkel. Dann bleiben wir echt mal wirklich hier und sammeln jetzt. Boah, was knackt der Tisch die ganze Zeit? Here is the Enderman. Und eine Krille. Krille macht mich kirre. Wir nehmen jetzt ein paar Eklogit raus.
machen Bruchsteine raus und dann haben wir ein bisschen was anderes als immer nur das Holz.